Heute machen wir einen Donut-Vergleich aus dem Pennymarkt. Ja, also diese Donuts habe ich aus dem Pennymarkt mitgenommen. Und wir haben hier einen Cronut, welcher eigentlich 99 Cent kostet, derzeit aber 88. Wir haben hier einen Pink Donut für 59 Cent und wir haben einen Sprinkle Donut Schoko auch für 59 Cent. Also 59 Cent, der Pink Donut, der Sprinkle Donut 59 Cent und dieser Cronut eigentlich 99 Cent. Also ihr seht schon, er ist viel dicker, gibt es aber derzeit für 88 Cent. Ja, und ich würde sagen, wir testen die drei einfach mal nacheinander an. Als erstes gönnen wir uns den Sprinkle Donut Schoko für 59 Cent. Ja, so sieht dieser von innen aus und schmeckt sehr lecker. Also schön weich und fluffig. Ihr könnt das zum Beispiel auch sehen, wenn ich hier drauf drücke. Also der geht richtig zusammen. Toll gemacht. Für 59 Cent eine klare 8 von 10 Punkten. Und als nächstes testen wir den Pink Donut. Ich weiß gar nicht, ob das hier Kokos drauf ist. Ich mag ja nicht so Kokos, aber mal sehen. Ja, das ist ja von innen. Ja, auch nicht schlecht, aber der erste Donut hat mir doch besser geschmeckt. Scheint Kokos zu sein. Ja, und die Fettglasur ist leider nicht so lecker wie die Schokoglasur. Aber immerhin 6 von 10 Punkten würde ich diesem Pink Donut geben. Und als letztes testen wir den Cronut Dunkel für 88 statt 89 Cent. Ja, und der ist einfach mehrschichtig. Ich bin mal gespannt. Ja, und wow, der ist der absolute Hammer. Schokoladig obendrauf und in der Mitte absolut luftig, schaut euch das an, also ganz weich und luftig. Ja, ein mega Donut. Sehr zu empfehlen. Ich würde ihm 9 von 10 Punkten geben, weil wir doch das Tor nach oben ein bisschen auflassen müssen. Aber ansonsten ist er wirklich gigantisch lecker. So, nun schreibt mir, welche Donuts ihr gerne esst, von welchem Supermarkt oder lieber vom Bäcker. Und schreibt mir auch darunter in die Kommentare, ob ihr diese Donuts bereits kennt, die ich jetzt euch hier vorgestellt habe und wie sie euch schmecken. Ich danke dir fürs Zuschauen. Ciao und arrivederci, dein Zusch, Vinzenz. Und nun leg dich wieder hin. Und schau dir das nächste Video an, was ich dir hier eingefügt habe und bestimmt auch interessant für dich ist. So, und ich esse jetzt mein Cronut Dunkel fertig. Ciao und bis gleich.